Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Hogwarts Legacy. Rebellion. Meine lieben Leute, so, wir nehmen am Unterricht teil, zerstören, Kürbis, Unterricht zum Tierwesen-Dingsbums. Ja, natürlich am Tag, ne, da muss man vorher wegen schlafen. Oh, es geht schon los. Wow. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Gut. Es war wieder ein sehr erfolgreicher Unterrichtstag. Okay, aber Sie mag mit uns nochmal reden. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Ja! Und ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund Ja, wirken. Komm, ist schon gut, gib mal den. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ja. Das werde ich. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Hm. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Okay, ich bin bereit. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Bombarda. Gut gemacht. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Natürlich, sehr gerne. Verursacht schweren Schaden, wenn er trifft und führt zu einer Explosion, die zähe Hindernisse zerstören und Gegner im Umkreis treffen kann. Okay, dann nehme ich Bombarda statt Confringo, oder? Sehen Sie es an den Kürbissen aus. Sehr gerne. Bombarda! Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher. Bombarda! Sehr gut. Muss jetzt nicht mehr mit ihr reden? Na, oder? Professor. Hätten Sie einen Moment? Und ja, warum? Worum geht es? Nee. Verzeihung. Nee. Okay. Karte! Was ist denn das? Die Pulso-Rätselraum 1? Da waren wir ja schon drin, oder? Kehre zu Samantha zurück. Genau, das war ja die mit den Rübenfüßen, wo wir das Familienwappen wieder in das Grab irgendwie reingelegt haben, um den Fluch aufzuheben. Wir werden sehen, ob es funktioniert hat. Samantha! War die nicht da? Ah, da unten. Ich habe das Wappen zum Marmaduke-Sarkophag zurückgebracht. Genauso, wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo-Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Ach. Ein Troll hat mich angegriffen. Tja, ich bin auf einen Troll getroffen. Ein Troll? Ja. Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber war das da wirklich wundert ein Troll? Mich nicht. Das kann mir gar... Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das war er wirklich. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt Belohnung. Zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Das ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Hm. Danke nochmal für deine Hilfe. Mal. Okay. Aufgabe abgeschlossen.
passiert mit ihm? Da kommt Rauch aus den Ohren. Ich mag es eigentlich gar nicht wissen. Nee. Das geht uns gar nichts an, liebe Leute. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir jetzt da nur irgendwas zum Abgeben? Raum der Wünsche. Genau, das ist eben Sebastian. Okay, gehen wir zum Raum der Wünsche. Da. Ah, da war ja das mit den Testralen, ne, da. Achso, wir lernen da jetzt das Züchten, glaube ich. Ah, warte mal, wir können dort identifizieren. Das ist alles besser. Okay, warte mal. Oh. Reduziert Schaden durch Entfernen. Das ist auch neu. Haben wir jetzt so auch noch nicht gehabt, ne? Mhm. Ja. Okay. Da kann man mehr ran haben. Schräg. Okay. Hey, Dick. Die kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Na, da. Die Testrale sind gerettet und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Die Testrale sind gerettet und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet! Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Okay. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Oh, kriegen wir ein neiches? Nur ein neiches Tiergehege? Ich meine Rettungsstation? Swamp. Ob die sieht da... Oh, so cooles Fußbüro. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Okay, schauen wir mal. Anscheinend fühlen sie den Sumpf ganz wohl. Ha. Ein Kamado rein da. Oh. Achso, warte mal, den Irondale Deep. Okay, brauche ich den nicht nur für irgendeine Quest? Ne, die haben wir eigentlich schon erledigt, ne? Na, passt schon so. Okay. Na, alles klar mit euch. So, da muss ich jetzt was beschwören. Gegenstände für draußen. Zuchtgehege, Tierwesenfütterer. Boah! Wohin damit? Da ist ein Fluss. Thank you.
Ach, scheiß doch auch mal daher. So, fertig. Ging's da? Brut eines Kind, die werden da jetzt. Oh. Ist es tot? Gut. Ja, okay. Nutze das Tuchgehege für die Testralzucht. Hab ich doch. Moment. Hab ich doch gerade gemacht, oder nicht? Ach so, da muss ich da jetzt warten, bis das da fertig ist, wahrscheinlich. Ja, passt schon. Halbe Stunde. Ich hab da Malvenkräuter gezüchtet. Das habe ich ja voll vergessen. Okay, gut. Dann würde ich jetzt sagen, reden wir mit Sebastian in der Krypta. Der mag ja jetzt den Fluch da, ne, von seiner Schwester da noch runter da. Ich würde mich zu Tode schämen, wenn meine Mutter in Hogwarts unterrichtet. Amen. Hallo, Homura. Was da wohl drinnen ist? Ja. Ah, jetzt. Hallo, Homura. Okay. Revelio. Wow, ein Troll. Nein, da ist so eine Rechenwand. 22. 12. Und eine Spinne. Ach so, genau so ist es gegangen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 12 sind 20. Und jetzt braucht man nur 2. Das ist eine komische Elefant. Okay, da haben wir 9. Das Einhorn. Ist 1. Da haben wir schon bei 10. Oh, was ist denn das? Da haben wir 17. Ach, bin ich blöd. Ich hab das jetzt zu den 9 dazu. Oder warte mal, 7. 8. Also. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, ist es zweimal Einhorn? Kann das sein? Ah, okay, warte, ein bisschen skeptisch eben, weil. Revelio. Da ist eben zweimal Einhorn war. Was ist denn das jetzt? Geh mal weg, das Blaue da. Und schauen, was da oben ist. Medusa. Finite!
Im Ölgemälde, das eine wunderschöne Gorgone und ihren Verehrer zeigt, der Weise die Augen abwendet, während er sich beugt, um ihre Hand zu küssen. Es heißt, dass der Künstler dieses Werks bei der Übergabe versehentlich auf sein Motiv starrte und jetzt für immer als Skulptur in einem Garten in Griechenland steht. Okay, das ist witzig. Demite. Ey, ich hab gedruckt, ne? Aber es ist ein Durchgang oder Zauber? Revelio. Witzig. Aha. Lumos. Lumos. Das ist beim Troll. Revelio. Da. Lumos. Komm her, kleine Motte. Eine. Ja, ich bin schon leise. Revelio. Ich muss das deutsche ein bisschen erkunden. Ja. Alohomora. Ja. Cool. Hey, hallo, ich muss da noch durchgehen. Was haben wir denn hier? Demigeist. Okay, warte mal gleich, bis es finster ist. Du gehörst mir, Demigeist. Dann nehmen wir ihn auch mit. Aufstehen. Cool. Oh, das ist das Depulso-Rätsel. Oh, auf das habe ich jetzt irgendwie gerade keine Lust. Revelio. Aha. Jetzt haben wir da. Ist nur zwei Prisen Engelwurz oder? Wer hätte gedacht, jemand im Mai. Onkel Roland lässt grüßen. Na du! Ey! Hab den Blick. Peace. Okay. Bin da. Ich gehe hinein. Gibt es in der Krypta keinen Weg? Schön, ja. Sebastian! Revelio! Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Erzähl es mir. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert.
Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Hm. Es gibt keinen Grund, Ominous einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Okay. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Oh nein! Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Was war das? Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Ja. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Er würde sich freuen, meine lieben Leute. Ob wir das machen, weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, der Ominous mag halt nicht, dass wir da mit der schwarzen Magie umherspülen, ne? Weil er eben sagt, das ist schlecht. Hallo, Sebastian. Okay. Triff dich mit Poppy Sweeting. Oh, das ist eine Handbuchseite. Da oben auch noch. Da waren wir ja eigentlich schon. Da rauf muss ich.
Ach, da fliegt der Drache. Ja gut, okay. Ja, Pottmonster her, ne? Was machen wir eigentlich bei der Poppy Sweeting nochmal? Ich weiß das gar nicht. Es liegt am Weg. Juhat! Ah. Das sind wir ja schon. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Er ist richtig. Okay, warte mal, das ist ja komplett falsch. Schlange. Ein Drache. Naja, fast dasselbe. Okay. Was liegt denn da nur am Weg? Was ist das für Hippogreif? Eine von Hippogreifen bewohnte Höhle. Greifen fangen oder was? Ja. Nein! Ich habe einen Hippogreif. Haha! Okay. Ich habe einfach mal einen Hippogreif eingesammelt. Gerettet. Entschuldigung. Vergiss das immer. Okay, dann schauen wir da. Überraschend viele Niffler da unten. Allerdings habe ich auch ein Händchen dafür. Naja, wir müssen Nepp und Bada mal ausprobieren. Ich gucke zu, wie das geht. Aha. Okay, das ist jetzt natürlich ungut. Confringo. Okay, das geht wirklich nur mit Confringo weg, so diese... Revelio. Wo denn? So diese... Blumengewächse. Oh, das fällt jetzt nicht rein. So, okay, ich mache jetzt so ein bisschen Malvenkraut drauf. Habe ich das vielleicht schon mal aktiviert?
Aber ich habe nicht gewusst, dass sie da sind wahrscheinlich, gell? Was muss man denn da wirklich da? Ah, ich hab's noch nicht aktiviert. Es ist vorher nicht gegangen. Aber jetzt, okay, was halt. Wir haben schon mehrere von diesen Dingern da gehabt. Ne, da habe ich noch nie gewusst, was ich tun muss. Warum glitzert's da so? Hat das was damit zum Dorna? Ja, die kämpfen unten gegen einen Troll. Na gut, okay. Grüß Gott, Madame. Rebellio. Oh. Das ist ein Ort der Macht. Warum, wenn man da alle Sachen anzeigt? Die sahen auch schon mal besser aus. Nein, das sind so diese Teleporter da, gell? Oh. Katringo. Rebellion. Okay. Hoppala, hoppala, hoppala. Die schauen wir mal. Ah ja, okay, das. Die kann man ja alle so erreichen. Und runter. Das war nicht allzu schwer. Das ist korrekt. Das war aber nicht sehr einfach. Gut, okay dann. Auf zur Markierung. Zu Poppy Sweeting. Ah, gib eine Ruhe da unten. Okay. Bin schon gespannt, geht das Wolkenschwinger gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ah, das ist der Wolkenschwinger. Ja, 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 okay. Wolkenschwinger geht super. Ich passe gut auf Wolkenschwinger auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinger soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest Neues zu den Wilderern und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt, ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon.
Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie ging nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Hier lang, meine lieben Leute. Okay. Ein Zentaur. Sei vorsichtig. Die habe ich getroffen, die waren ganz nett. Ein ganzes Schloss und sie möchten ausgerechnet hier lang. Ja. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. War das eine Drohung, Mister? Mister Zentau? Er war durchaus charmant. Die machen wir auch noch fertig, Poppy, keine Sorge. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Oh, das war jetzt traurig. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, es ist immer ungut. Wasser, man sollte da nie reingehen. Mann, warum sind wir jetzt wieder langsam wie ein Schneck? Jetzt darf ich wieder laufen. Wie seltsam. Was denn? Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Okay, also ich muss mir jetzt umschauen. Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Felle. Arme Tierwesen. Ja, die sind einfach schnell abgehauen, wahrscheinlich wegen dem Sumpfkrattler. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Mal essen und trinken. Revelio. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Das ist aber Trollgröße, ha? Das ist für einen Troll gedacht. Poppy, Poppy! Ja! Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten! Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen?
Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen. Weniger diskret. Sehen wir uns genauer um. Jetzt sagen wir, gehen da einfach rein, ja? Aber erst in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute.